wir als Diakonie und Kirche mit die größten ArbeitgeberInnen in Deutschland sind und weil wir mit unserem Menschenbild und unserem Familienbild in diese Gesellschaft hineinwirken und auch prägen. Weil es die logische Konsequenz aus einem ganzheitlichen Menschenbild ist, für das wir als Diakonisches Werk Region Kassel einstehen. Weil wir damit Mitarbeitenden ganz konkret in ihrem Alltag helfen können. Wir vergeben zum Beispiel Kredite, die Anfragen werden mehr und das heißt, die Maßnahme ist genau richtig. Weil wir, wenn wir zur Arbeit kommen, doch alle irgendwie unsere Familie oder Beziehung mitbringen und das nicht wie ein Regenschirm an der Tür stehen lassen. Und darüber sensibel zu werden, gerade auf der Führungsebene, das zu wissen, dass das bei den Menschen eine Rolle spielt, dafür ist Familienorientierung wichtig. Weil wir unseren Mitarbeitenden ein Arbeitsklima bieten wollen, indem sie ganzheitlich als Mensch wahrgenommen werden und ihnen ermöglicht wird, Familie und Beruf gut zu leben. Weil es die Bilder, die wir von Familie im Kopf haben, weitet. Unter den Mitarbeitenden in Kirche und Diakonie sind nicht nur Vater, Mutter, Kinder, sondern da sind auch Alleinerziehende, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien. Und das Gütesiegel stärkt unser Bewusstsein für die Vielfalt, für die Buntheit. Weil sie in einer Organisation die Mitarbeitenden wie die Leitenden sensibilisiert dafür, was positiv möglich ist, um Familie und Beruf zusammenzubekommen. Weil wir nicht nur über Fachkräftemangel diskutieren möchten, sondern auch handeln wollen. Daher haben wir zahlreiche Maßnahmen entwickelt, die zu einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit führen. Weil wir damit das Leben der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen und wir dafür ein eigenes Gütesiegel entwickelt haben, auf das wir stolz sind. Weil es um die wichtigsten Menschen in unserem Leben geht. Weil es Arbeitgebenden ein Instrument in die Hand gibt, die Interessen der Träger und Einrichtungen mit denen der Mitarbeitenden in Balance zu bringen. Weil es in Zeiten des Fachkräftemangels für Arbeitgeber eine bedeutende Maßnahme ist, Personal zu finden und zu binden. Weil das Gütesiegel ein flexibles und prozessorientiertes Verfahren bietet, das sich für alle kirchlichen und diakonischen Träger und Einrichtungen anbietet. Weil Kirche und Diakonie damit den notwendigen Beitrag von Männern zur Care-Arbeit, also zum privaten und beruflichen Sorgen, fördern und unterstützen. Weil ohne sie die berufliche Gleichstellung von Frauen und die Chancengerechtigkeit für alle, die sich um andere kümmern, ein leeres Versprechen bleibt. Weil die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wesentliches Element von Gleichstellungsarbeit ist. Weil wir damit Mitarbeitenden Wege aufzeichnen können, wie sie ihre Familie umsorgt wissen und sich dann wieder auf die Arbeit konzentrieren zu können. Weil wir junge Menschen in ihren Lebenswirklichkeiten abholen müssen und ihnen einen attraktiven Bildungsort anbieten wollen oder auch müssen, an dem sie das Studium mit ihren familiären Verpflichtungen vereinbaren können. Ja, weil es speziell in der verfassten Kirche, also in der Kirchengemeinde, im Kirchenkreis, wichtig ist, Strukturen zu haben, um die familienorientierte Arbeit auch für die Mitarbeitenden wahrnehmbar und bewusst erkennbar zu machen. Weil es für Arbeitgeber und Beschäftigte Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit bietet bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weil Familie und Diakonie gleichermaßen Gemeinschaft sind. Weil bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht, vom ersten bis zum letzten Atemzug.